Schon seit einiger Zeit wurden wir durch die Plakate und Schilder rund um die Wolbecker Straße auf Salam Kitchen aufmerksam. Was genau dahinter steckt, erklärt uns einer der Geschäftsführer. Salam Kitchen ist ein Restaurant. Ein Restaurant, das aber auf zwei Säulen fußt. Das eine ist wirklich einfach ein Restaurant, wie man es kennt. Also wir haben eine ganz normale Küche. Wir sind privatwirtschaftlich hier neben der Küche, die eine Middle East Küche ist, also syrisch, afghanisch, eine arabische Küche, aber ein großer Mix daraus ist. Die zweite Säule ist eine Schule. Wir haben eine kleine Schulklasse hier mit 15 Schülerinnen und Schülern, die ganz viel aus dieser Region kulturell mitbringen. Der Unterricht selber und das gesamte Konzept ist ausgearbeitet worden von der GEBA. Das ist ein Bildungsträger hier aus Münster. Die machen ganz viele Kurse, also Sprachkurse, Integrationskurse, vermitteln Leute auf den Arbeitsmarkt. Und mit denen haben wir zusammen dieses Konzept eben, als wir es für uns so uns ausgedacht haben, dann so in eine Form gebracht, dass wir das als Maßnahme bei der Arbeitsagentur haben zertifizieren lassen. Und nur deshalb können wir das auch so hier machen mit dem Unterricht. Also hier, das ist zum einen ein Sprachunterricht, aber zum anderen auch ein praktischer Unterricht, den die hier haben. Also das geht über 4 Monate und wir arbeiten mit diesen 15 Personen dann auch in der Küche zusammen. Also die kriegen einen sehr praxisnahen Einblick in die Gastronomie. Und das sind so ein bisschen die zwei Standbeine, die wir hier haben. Der Tommy hatte diese Idee für Salam Kitchen, weil er sich einfach schon lange in der Gastronomie-Szene halt eben tummelt und viele Konzepte, auch nicht nur in Deutschland, sondern generell, sich angeguckt hat. Und das war so ein bisschen ein logischer Schritt, irgendwie sich auch mal einer anderen Küche zuzuwenden, als das, was man kennt. Das heißt, da haben wir jetzt momentan unser Team so zusammengestellt, wie man das auch ganz normal aus allen anderen Restaurants in Münster und dieser Welt so kennt. Wir sind auch ein kleiner Betrieb nur. Wir haben maximal 3 Ausbildungsplätze pro Jahr, die wir vergeben können. Das heißt dann, dass wir versuchen, diese Leute, die Bock haben, in der Gastronomie zu arbeiten, die gerne Koch oder Köchin werden möchten, dann eben zu vermitteln. Also Salam Kitchen soll dafür auch eine Plattform dann einfach sein, dass man sagen kann, hey, wir machen dieses Programm 4 Monate und danach kann das wie so ein Sprungbrett funktionieren, dass man in irgendein Hotel kommen kann, wo ja auch Leute in der Küche gebraucht werden oder in einem anderen Restaurant, wo wir auch Leute dann kennen und dann eben gezielt Leute dann da vermitteln können. Nach dem Gespräch hat sich unser Magen gemeldet und natürlich wollten wir uns und euch das leckere Essen nicht vorenthalten. Unser Fazit: Wir bewundern das Engagement des Teams und auch kulinarisch ist Salam Kitchen definitiv einen Besuch wert.